So, da sind wir wieder. Ne, wir sehen, Tim Glose ist der beste Mann. Den hat ja auch als einziger eine 3. Okay, Manuel Fersch hat die auch noch eine 3, sonst haben sie alle schlechte Noten und Hoppe. Okay, habe ich auch übersehen. 4 und eine 5,5, 5 und eine 6. Bei uns sieht alles gut aus, außer bei Kay, der hat eine 3,5. Hummel hat eine 3. Erde ist super, der hat eine 1. Henike mit einem Tor und eine Torvorlage kriegt die 1. Meier eine 1, eine 2. Aber auch mit einem Treffer. Tomala mit einer Vorlage, Rundentreffer. Armin mit einem Treffer. Und ja, Julian Engers kriegt eine 4. Westerfeld kriegt eine 3. Und Nuri eine 2,5. Der hatte zwischendurch meine 1. Ja, so ist es aber. Irgendwie immer verschwindet sie. So, wir sehen. 4.720 Kloppenburger waren da und nur 156 Wolfsburger. Haben schon wohl gewusst, dass sie eine Klatsche kriegen. Erfolgreiche Pässe von uns waren 279. Also ein super Ding, mehr als Wolfsburg. Und wir sehen, die hatten keinen Schuss. Ach du Scheiße. Aber Eck hat doch mal einen Ball gehalten. Sie hatten Chancen, genau. Aber keinen Schuss aufs Tor. Wir haben 9 Schüsse, davon 5 aufs Tor, 4 vorbei und 11 Chancen. Ja, eindeutig war das ein klarer Sieg für uns. So, dann gucken wir uns die Zwischenergebnisse. MSV Duisburg gewinnt gegen Wien, Wiesbaden 3-0, Rot-Weiß Essen gewinnt 3-0 gegen den FSV Frankfurt, die wir vielleicht auch spielen könnten. Das ist eure Abstimmung, ne? Immer wieder werde ich jetzt darauf hinweisen, in die Infobox auch noch hinzugucken. Ich habe einen riesen Text jetzt hingeschrieben, weil ich sehe... Oh, nein! Weil ich sehe, ihr ganz viele Aufrufe, 25 in einem Tag, finde ich nicht schlecht. Aber dann müsst ihr auch auf den Link klicken. Den Link, das ist mir wichtig. Einfach nur raufdrücken und dann wäre ich schon zufrieden. Weil der eine hat mir in den Kommentaren geschrieben, Würzburger Kickers. Oder Würzburger. Da ist ein Link, wirklich. Da gibt es im Video, gibt es immer unter dem Video, da steht immer Info. Du kannst raufdrücken und dann siehst du eine riesen, dann öffnet sich was und da ist der Link. Oder ISSP, ich habe keine Ahnung. Oder eigentlich kannst du den sofort draufklicken, weil der Text ist ja nicht viel. Den müsste man gleich sehen. Aber ne. Wenn man es nicht weiß, dann weiß man es nicht. Deswegen will ich es euch ja nochmal sagen. So, wir sehen, Jena zerstört Chemnitz 4-0. Okay. Heinheim gewinnt gegen Aalen. Das war ein Absteigerduell, ne? 15 Punkte jetzt für Heinheim. Und Aalen rutscht immer weiter ab. SV Darmstadt gewinnt gegen TSV Buchbach. Schade für die Buchbacher. Schön für die, wie heißen sie, die Darmstädter. Die Lilien ist hier aufgestiegen. Die Lilien, die Lilien, die Lilien. Oh, war das schön, ne? Wer hätte das gedacht? Die sind jetzt in der ersten Liga. KSC muss gegen Hamburg. Und ich sag's euch, ich krieg da jetzt schon Hals. Ich krieg da so ein Hals, weil ich weiß ganz genau, dass sie Fotzen Hamburger, also tut mir leid, dass ich so extrem, aber für mich ist das keine Mannschaft, für mich ist das einfach nur geldgepumpte Scheiße. Das ist kein Team, das ist nix. Der Labbadia hat aber vielleicht was leicht hingekriegt, er kann vielleicht eine Mannschaft draus machen. Weil er wurde auch schon vor Jahren einfach entlassen, weil er war schon mal bei Hamburg. Und dann frage ich mich, warum die immer noch in der ersten Liga, die spielen so einen scheiß beschissenen, so scheiße Fußball habe ich noch seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja, das spielt genauso scheiße. Ich hätte es mir so gefreut, dieser blöde Krimasch, ne? Wie blöd muss man denn sein, wie wollte er bitte den beiklären gegen Freiburg? Der Birki hatte den schon wieder, der Birki ist abnormal, das ist überragender Torwart, nee, der Krimasch, komm, das ist mein letztes Spiel, haut den einfach nochmal rein. Oder Unterschicht. Pedersen. Mann, ey. Hätten wir Hannover halt nur einmal lassen können. Ja, aber wenn man immer in die Schlussphase 10 Minuten am Ende oder 15 Minuten immer wieder Gegentore kriegt, wenn man das Spiel eigentlich schon locker gewinnen könnte, wie gegen Hamburg, also bitte, dann ist man schon selber schuld. Wenn ich dazu sagen, einfach Blödsinn. Die Freiburger werden aber sofort wieder aufsteigen, das kann ich jetzt so sagen, weil der Streich ist ein super Trainer und in der zweiten Liga haben sie nicht so viel Qualität. Er kann guten, wenn er da kurz ein paar spielen darf, dann macht er es auch. Weil da kann man sich schon mal leisten, damit sich die Mannschaft eintrainieren und dann wird man schon sehen, das ist eine überragende Mannschaft.
ich könnte vielleicht schon was ganz Großes an und da wird es nur eine Blamage für Freiburg entschaffen, so gerade die Relegation. Nee, nee, machen sie schon. Gehen wir mal weiter. Regensburg gewinnt gegen Dortmund 2-0. Hallische FC gewinnt 3-1. Mal sehen, wieder Lord Bender getroffen. Nein, heute mal nicht. Was ist da los? Die TSG gewinnt 2-1 gegen Bayerns Zweite. Damit rutscht Bayerns heute immer weiter ab. Der Abstieg ist schon fast klar. Dresden verliert gegen Stuttgart Zweite. Die sind immer noch oben dran. Ja, gucken wir mal in die zweite Liga. Ist auch schon ein paar Spiele. Nürnberg. Oh, da haben sie alle gewonnen, außer Bochum. Dann 1000 verliert. Schade. 2-1 gegen Nürnberg. Knappes Ding, oder? Sind die ja nochmal reingekommen? Können wir uns nicht angucken, was nicht unsere Liga ist. Warum Lex? Oder warum geht die Friends halt da drunter? Willst mich verarschen im Game? So, gucken wir mal. Erste Liga. Hörst du auf damit, sonst fick ich deine Mutter. Jetzt reicht's. Stimmen. Stimmen! Geht doch, Mann. Wir sind natürlich sehr zufrieden. Sowohl mit dem Ergebnis als auch mit der Leistung meiner Mannschaft kann ich heute sehr gut leben. Tim Klose. In der Verfassung 0 Chancen. Okay. Spielerstatistik. Sala, Toski, Gerdes ist da drinne, Timon Wellenreuther. Zu leihen. Steffen Sama. Sama. Schön. So, dann ist der Tobias Seneke auch noch drin, das freut mich auch. Teamleistung 2,55. Wieder mal die beste Mannschaft. 43 Tore schon geschossen. What the fuck, Alter. Tomala ist jetzt wieder Erster. Dann kommt Armin, das ist auch schon dran, ne? Und dann müsste Bennert auch irgendwie Max Meyer, Bennert, genau. Gute Noten von unserer Mannschaft hier. Wir sind sehr viel vertreten. Dann kann sich jemand noch vielleicht noch so eine Talentaufwertung holen. Hm, der Nuri, der Bennert. Wäre doch mal was, wäre doch mal Schönes. So, 4 Wochen ist der Milan immer noch verletzt. Schade, wir sind immer noch mit einer der fairsten Mannschaften. Buchbach, da müsste man richtig rintreten. Ja, ja, muss man mal die Eier zeigen, sagt man ja so gerne. Ich muss nochmal die Ergebnisse gucken. Schon 46 Tore. Fuck. 13 Gegentore bloß. Also das ist schon krass. Jetzt hab ich schon wieder Real Life gelabert, ne? Jeremy Lenz, wo war der denn? Der war ablösefrei. Okay. Kann weiter runtergehen. Majos Ripik. Ex-MSV Duisburg-Spieler. Nein, das war der nicht. Der ist auch aber so. Ne? Okay. Kann sich auch mal ölen. Okay. Die Winterpause steht an, müsste ich denn auch noch machen. Ne, Weihnachtsfeier und so, kack. So, bitte warten, Autosave wird durchgeführt. Oh, der Vierte gegen den Ersten, Hallische FC. So, welchen Argumente für den Aufstieg haben sie? Sehr viele, meine Spieler. Boah, das war ein guter Spruch, 5-mal. Ich hoffe, ich habe ihnen in diese Frage nicht schon gestellt, aber was ist eigentlich das Geheimnis am erfolgreichen Fußball? Am wichtigsten ist eine gute taktische Ausbildung der Spieler. Am Ende müssen Kampf und Einsatz stimmen, eine Bomben sich abwehr, Stürmer die Tore machen, keine Ahnung. Na, ich würde mal sagen, am Ende muss Kampf und Einsatz stimmen. Fanbelly Pi Bless 2. Danke für das Interview, danke selbst. Jugendspiel, Korte kommt! Luca Korte hat wirklich eine 69. Mal gucken, haben wir auch mal eine andere Zahl. Hier rechts außen mit 27 geht schon. Also 69, kann man da schon eine Pressekonferenz machen? Machen wir mal. Jugendspieler geht's. Marco Görlitz. Wer kennt denn noch Görlitz, ne? Oh, da war ja auch mal Andreas Görlitz. Glücksgriff. Die Verpflichtung von Korte stellt sich als Glücksgriff heraus. Er ist 2 Punkte stärker als eigentlich angenommen. Ja. Dietrich fällt aus, Platzwunde. Skandersport erfolgreich, Mannschaft der Woche. Oh, das ist doch mal was. Dann können wir den Korte, ja, den können wir direkt mitnehmen. Geil, Trainingsziel erstmal einstellen. Nur wichtige, also erst rechts, rechtes Mittelfeld, ne, wollen wir den ja. Ich gucke einfach mal die Einstellung von Jenike, dann geht das schon. Oder warte mal, kann er links, links Mittelfeld, linkes Mittelfeld eintrainieren lassen. Vielleicht haben wir da einen guten Ersatz.
dann für den Milat und den, wie heißt er? McKay, weil der, ja, der macht ja nicht mehr so lange, ne? Wir gucken mal die Trainingsziele. Och, der hat, oh, boah, ich bin so blöd. Ich hab doch gesagt, nur die wichtigen Dinge. So, andere, ne, Beweglichkeit. Habe ich aber schon mal gemacht. Da muss ich gleich mal durchgehen, nicht, dass ich alle vergessen habe. Flanken. Und Schnelligkeit. Aha. Nuri. 91%, das wird wohl nichts mehr. Gehen wir weiter. Minat. Ja, das lassen wir. Defensiver defensiver Mittelfeldspieler. Julian Enges. Armin Strauß. Kann man wenigstens Trainingsziele machen, ne? Sind wir mal so nett. Okay. Was soll ich auf gleich zu tun, bitte? Hab ich schon gewonnen, der Elmo geht und das nicht. Meier. Enike. Da wollten wir gleich mal zum Rechtsverteidiger machen. Ja, hat dann eine schlechte Wertung, ne? Weiter die Defensivstärke trainieren, dann wird's noch was. Warum hat der eigentlich, hat das ja schon mal alles gemacht, oder nicht, ne? Bin so verwirrt. Boah, das, ach, das ist mir doch einmal abgeknackt, das war ja so. Und Roma hat sich stark entwickelt. Okay, was hat er hier? Beweglichkeit, Trittling. So, machen wir nicht mal die Richtung, sondern auf jeden Fall Dribbling, das ist wichtig. Dann gucken wir mal. Flanken. Langer Pass, kurzer Pass, ist gut aus. Beweglichkeit. Und Ausdauer. So. Und Gianluca Korte nehmen wir auch nicht mit. Wir brauchen mal eigentlich mal einen Spieler. Nehmen wir heute mal Jan Schlegel raus. So, die Moral ist super von den Jungs. Haben wir nur eine 12er Form, aber Toben ist jetzt gerade nicht besser. So, dann gehen wir mal weiter. Wir sehen schon fast 6 Uhr, fast 7 Uhr bei mir. Standardmäßige Vorstellung. Also, kennt nicht jedoch, dass der so stark ist, hier hat nur so eine 64, aber schön. Da werde ich natürlich auch gleich ein Spielerbild machen oder mal den Ghostwriter fragen, ob er mir das Bild schicken kann, weil ich Gegner jetzt drin habe. Weil ich habe ja gehört, oder er hat irgendwie schon Spielerbilder für Braunschweig. Weil ja, er ist ja eigentlich schon weg, da werden wir mal sehen. So, dann kann Tim Hofmann jetzt rein. So, standardmäßige Vorstellung. Er gewinnt 3 Moralpunkte. Erreicht Trainingsziel, unser defensiver Spieler. Bewusstsein, schön. TuS Koblenz interessiert, das interessiert uns aber nicht. Wir bleiben Kloppenburger. So, Nuri, du trainierst sensationell. Der McKay. Ein Schlögel. Dann gehen wir mal ganz runter. Herzlich willkommen. Toben, körperlich stärker werden. Ah, verspricht er. Milat. Du kommst raus aus der Krise. Der Spieler hofft, dass sie recht haben. Gerne, du hast gut trainiert. Tomala. Mann, was macht ihr denn da? Okay. Strauß interessiert mich gerade nicht. Westerfeld, du hast gut trainiert. Hummel, du hast gut trainiert. So, Jenike. Du trainierst sensationell. Team Hierarchie. Oh mein Gott, das sieht sehr gut aus. So, mal sehen, ja, Jenike. 76 jetzt. Ja, oh mein Gott, die Mannschaft ist overpowered. Und 3-0 Kloppenburgs zweite Mann. Geht doch endlich mal. Lehrstunde für Hertha. Gegen wen? Gegen Mainz. Ja, ist doch schön. Tim Werken erzielt endlich mal Tore. Oh.
war nochmal ein schönes, interessantes Musiklein. Aber wir sehen auch, dass Hallische FC die zweitbeste Mannschaft der Liga ist, von der Stärke her. Und wir sehen, gesamt haben wir zweimal verloren. Zwei Niederlagen, oh mein Gott, alle verloren. Also müssen wir heute mal was ändern, ne? Darmstadt gegen Dresden und Rot-Weiß Essen gegen Wien-Wiesbaden. So, wir haben da was. Ein berühmter Motiv. Nee, brauchen wir nicht. Gemot, Steintel, Muskelfaser, ist zwei Wochen scheiße. Ja, gerade wo der Tim Hofmann fit ist, dann kommt er und verletzt sich. So, Tim Hofmann ist drin und kriegt gleich eine gute Note. 1,5, Ulrich Lose 2,5. Wertke 32. Und der Karabulut, der trifft und hat trotzdem eine 4. Er ist so scheiße, das gibt's gar nicht, tut mir leid. Also der ist so scheiße, der kriegt immer eine 4 oder eine 3. Aber nie besser, ich hab noch nie gesehen, dass er eine gute Note hatte. Also kann man echt so scheiße sein? Tut mir leid, dass ich so ganz scheiße habe, wirklich. Ist ja erbärmlich. Was der überhaupt noch was kostet, wie viel? 7.000, das ist halt viel zu viel. Marvin Lagemann, eine 56 in super Form. Und der Philipp hat auch mal was gemacht, oder was? Hat immer noch kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Du musst ja mal ein Tor schießen. Hat keine schlechten Werte und kriegt trotzdem kein Tor. Ja, ich will gerne wissen warum. So, gehen wir mal in die Taktik mal wieder. Oh, wir haben Konterspiel drin gehabt, Abseitsfalle natürlich. Deswegen war auch die erste Möglichkeit der Konter, okay. Trotzdem haben wir sie falsch gemacht. So, wir sehen Lord Bender. Der wird sofort von Boll in die Zange genommen. Und der Wohlfahrt schnappt sich den Anderson. Flanken, oh mein Gott. Auch decken, wenn ich drauf drücke. Okay. Vorgaben ist dann wohl egal. So, und Sonderbewahrung auch noch offen. Lord Bender. So, 7 Tore hat er auch schon geschossen. Dann machen wir mal anders. Machen wir es so. So machen wir das. Dann gehen wir in die Mannschaft ohne Vorgaben. Gehen wir gleich rein ins Spielchen. Ich würde mal sagen, ja, das war schon auch eine lange Folge. Also würde ich mal sagen, haut rein, bis dann. Ciao.